Hallo Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Wars Battlefront. Wir sind mal wieder auf Kamino unterwegs, allerdings nicht als Bodentrupp, sondern mal in der Luft. Und wir haben als Droidenkompanen den lieben Arzt Triad dabei. Hallihallo, mein Lieber. Was geht? Aber wir müssen hier trotzdem noch klären, wer jetzt hier den Bomber und wer den Abfangjäger nimmt. Wir brauchen eine gute Mischung. Also ich nehme Bomber. Jetzt. Gut, dann nehme ich Abfangjäger, das macht mir nicht mehr Spaß. Aha, übernimmst du den leichten Job? Nee, ich finde eine gute Mischung zwischen beiden ist halt gut. Naja, klar. Ein paar, die Bomber beschützen und ein paar, die halt aufs Ziel gehen. Naja. Ich muss erstmal reinkommen. Ja, ja. Oh, was ist das? Hier ist ein Bomber. Ich hab einen Bomber jetzt. Vor allem bei den Bombern finde ich das so geil, dass die Proton-Torpedos übel schnell nachladen. Wenn du die richtige Karte ausgerüstet hast, geht das auch. Mhm. Störsender aktiv. Ich hab jetzt 4 Kills. Ich muss halt erstmal reinkommen, ne? Naja, klar. Aber muss ich auch erstmal wieder. Boah, die Raketen feuern nicht ab, das ist natürlich auch glorreich, ey. Alter, ich krieg. Oh, jetzt so durchgereicht, ne? Aber ich auch, ey. Ich bin froh, dass ich den Störsender habe. Das sieht aber schon mal ganz gut aus mit dem Ziel. 56%. Du, mein Lieber, du hast ja auch Disney Plus, habe ich ja erfahren. Wie hast du denn eigentlich so den Service von Disney erfahren? Und hast du die neuen Serien bis jetzt schon angeguckt, also Clone Wars und Mandalorian? Na, also ich nutze das jetzt gerade in letzter Zeit eher weniger. Einfach zeitbedingt. Achso, Aber eigentlich, also ich habe mir dieses, wie heißt das? Mandalorian oder so? Mhm. Habe ich mir ein paar Folgen gegeben. Ich finde, es ist echt wenig Action drin. Also er labert halt nur viel und manche Szenen sind halt einfach langweilig. Mhm. Da passiert halt einfach gar nichts. Feier ich gar nicht irgendwie und den Rest habe ich halt noch nicht geguckt, ne? Mhm. Ja, am Anfang gebe ich zu, das ist ein bisschen lahm, aber dann wird es zum Schluss. Ja, es ist halt was anderes mal. Also ich finde, es ist eine gute Mischung. Es ist halt. Nein, so Western-Style. Also ich hab jetzt von irgendeiner Mischung nicht viel mitbekommen. Fand's halt einfach eher lame. Hast du die ersten 3 Folgen geguckt? Ja, die ersten 3 Folgen möchte ich jetzt nicht zu viel verraten, aber sind schon. Ja. Sehen sein Geschmack halt, ne? Also ich fand die ersten 3 Folgen auch nicht unbedingt, aber danach waren sie recht gut. Ja. Ja. Dann kann ich ja mal weiter gucken. Genau, also es lohnt sich auf jeden Fall. Okay. So, guck mal, den Tom haben wir auch gleich hier mal. Da lohnt sich unser Bond auch mal, ja, endlich mal. Nee, Freundchen, du. Hey, nicht. Ich habe ihn nicht tot gekriegt. So. Ich habe ihn einfach nicht down gekriegt. Aber ich nehme jetzt mal Boba Fett. Oh, willst du es gleich wissen oder was? Ja. Ja, du musst das auch. Ding ist, ich flieg halt mit dem immer über irgendwo gegen, ne? Das ist so lächerlich. Ja. Aber hier auf Kamino geht's eigentlich. Du musst halt die Bombe halt. So sitzen. Oh, die wird so sitzen. Die wird so sitzen, ne? Nice, Digga, 2 geholt. Oh, ich habe den Poe Dameron gerade. Weil im Fadenkreuz. Digga, das ist unglaublich, ich bin schon wieder irgendwo gegengeflogen. Das ist einfach. Ja, das läuft doch. Erzählen eigentlich. Hat keiner mitbekommen, okay? Nee, ich sag's nicht weiter. Ja, Poe Dameron. Haut mich erstmal weg. Bis gleich. Es gibt halt auch manche, die schwitzen halt echt auf einen Gamer, ne? Also, da im Jägerkampf geht es eigentlich noch. Also, wenn du da den normalen Modi anziehst, ne, die ganzen Offiziere, ne? Oh, da kriegst du echt langsam das Kotzen. Mal so ein bisschen Real Talk. Da kriegst du echt Kotzen. Weil die campen sich in irgendeiner Ecke noch schlimmer wie der Typ, den wir in der ersten Runde da gesehen haben. Und noch schlimmer. Noch schlimmer. Die lassen ihr Geschütz für sich arbeiten.
Also richtig assig. Halt eigentlich auch da so, ne? Nee. Also ich finde, das Geschütz sollte mal so als defensiv, als letzte Möglichkeit gesehen werden, wenn man irgendwas reißen möchte. Also wenn man da fast tot ist, dann kann man das meinetwegen nutzen, aber nicht sich in die Ecke campen und das ganze Geschütz für sich arbeiten lassen, das ja, geht. Ah, nee, aber man kann ja ruhig das Geschütz setzen und dann hoffen, ja, dass es irgendwas bringt, so. Jo, ich habe das Gefühl, dass ich der Einzige bin, der hier irgendwas leistet. Kann das sein? Quatsch. Einfach nicht sowas. Oh mein Gott, ja, ich helfe dir mal ein bisschen. Den einen Kreuzer habe ich hier fast. Aber die Fähigkeiten laden gerade übel langsam auf. Nein. Scheiße. Oh nee. So, nächster Kreuzer fast down. Mhm. Sehr gut. Kreuzer fast down. Sehr gut. Jetzt noch auf den hier. Genau, den kümmere ich mich, da kommt gleich eine volle Ladung. Ja, ich bin tot. Ist ja schlimm, du hast mir genug Zeit verschafft, die Zielwerke von dem anzuvisieren. Boah, wer wär's am besten? Darth Vader, Aiden Versio oder so, oder Kylo Ren? Kylo Ren. Wer macht mehr Schaden? Kylo. Mehr Schaden, ja. Die Raketen machen übel viel Damage an Fahrzeugen. Okay, ja, dann nehme ich. Hab ich noch nie genommen. Aber der ist echt gut, vertrau mir. So. Komm. Das schaffen wir doch. Der war krass gedamaged gegen Bomber und so, ne? Ja. Vor allem, wenn du Wut aktivierst, ne, dann geht der richtig ab. Der geht ja ab wie ein Zäpfchen. Der Gutste. Ach. Digga, diese Geschützkanonen von den Schiffen, ne, von den Bombern, die sind so OP. Mhm. Wenn die einmal an dir dran sind, du bist tot. Ja, aber ich habe eine gute Ladung abgegeben. Ich gucken, ob wir da jetzt noch mal eine Ladung abgeben können. Wie, ui, 13% und 7 Leute nur noch. Oh, oh. Ja, das wird knapp, mein Lieber, das wird knapp. 93,5% gegen uns, ja, das sind doch gute Voraussetzungen. Ah, fuck off, Mann. Ja, schade, Freunde. Aber wenigstens können wir uns jetzt das Feuerwerk vom Venator mal zu Gemüte führen. Ah, trotzdem gute Runde. Ah, ich will nicht sagen, es ist eine gute Runde. Ich habe 20 Kills, aber hat schon bessere Runden. 0 Kills, aber naja. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, Freunde. Wir sehen uns das nächste Mal im All. Bis dahin, reingehauen. Ciao, ciao.